Hinter uns liegt ja ein ganz spannendes Immobilienjahr, aber auch vor uns liegt ein interessantes Jahr. Und was das Jahr 2023 am Immobilienmarkt bringen wird, dazu gibt es eine sehr interessante Studie von PwC und ULI zu den Trends am Immobilienmarkt 2023. Die Studie heißt Emerging Trends in Real Estate in 2023 in the Eye of the Storm. Und in dieser Studie geht es eben genau darum, herauszufinden, was sind eigentlich die spannenden Fragen und Themen im Immobilienmarkt 2023, was wird den Markt beeinflussen, und dazu wurden verschiedene Experten befragt. Mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert, und um im Immobilienrecht richtig beraten zu können, ist es natürlich wichtig, dass man auch den Immobilienmarkt genau kennt, und deshalb habe ich mir diese Studie angeschaut und die spannenden Fragen, die sich im nächsten Jahr stellen, zumindest sagen das die Experten im Immobilienmarkt, sind natürlich auch Fragen, die uns schon 2022 beschäftigt haben, nämlich die Inflation, Zinsbewegungen, politische Unsicherheit, Baukosten und auch die Frage der Verfügbarkeit verschiedener Baumaterialien. All das beeinflusst den Immobilienmarkt natürlich enorm, und gerade bei den Zinsen haben wir gesehen, dass das wirklich ein fundamentaler Faktor ist, wenn es darum geht, zu beurteilen, wie sich der Immobilienmarkt überhaupt entwickelt. Denn in den letzten 10 Jahren waren die Zinsen ja sehr niedrig, fast immer im Bereich von Null. Das ist historisch gesehen außergewöhnlich gewesen, aber viele, die angefangen haben, in der letzten Zeit in Immobilien zu investieren, kennen nur diese Nullzinsphase. Und in dieser Nullzinsphase war es natürlich relativ einfach, Immobilienkredite zu bekommen, und die Kredite, die man bekommen hat, waren auch relativ leicht zurückzuzahlen, denn bei 0% Zinsen ist das Geld eben enorm billig. Die Folge von diesem billigen Geld waren natürlich steigende Preise. Es ist immer nach oben gegangen am Immobilienmarkt, und daher sind die Preise extrem hoch gewesen, und diese Überbewertung, die in vielen Regionen eben durch die Nullzinspolitik hervorgerufen wurde, hat dann letzten Endes auch die Finanzmarktaufsicht auf den Plan gerufen, und deshalb wurde die KIM-Verordnung erlassen, um diese systemischen Risiken im Immobilienmarkt durch die Überpreisung und den zu hohen Einsatz von Fremdkapital, damit gibt es ein gewisses Risiko für den Markt, um dieses Risiko wieder zu senken, wurden die Vergaberichtlinien für Immobilienkredite verschärft, und das hat sozusagen den Markt ein bisschen abgekühlt. Aber vor allem die gestiegenen Zinsen machen es natürlich für viele Käufer geradezu unmöglich, eine Immobilie zu erwerben. Was die Inflation anlangt, ist das natürlich ein spannendes Thema. Die Zinsen werden ja angehoben, um die Inflation wieder abzusenken. Die Inflation hat wiederum die Folge, dass Leute, die bereits Immobilien haben, die steigenden Lebenshaltungskosten zu spüren bekommen. Man kann sie nur zu einem gewissen Teil an den Mieter weitergeben, weil irgendwann, und das muss man sich als Vermieter auch vor Augen führen, geht dem Mieter natürlich das Geld aus. Das heißt, auch wenn die Inflation immer weiter steigt und ich rechtlich in der Lage bin, die Miete nach oben anzupassen, ist es am Ende des Tages irgendwann so, dass der Mieter die Miete nicht mehr bezahlen kann und ich auf den Kosten, die Inflation mir zusätzlich abverlangt, als Vermieter eben sitzen bleibe und unter diesem Kostendruck dann auch zu leiden habe. Unter diesem Kostendruck muss ich dann vielleicht die Immobilie verkaufen. Und das führt mich zur Quintessenz dieses Videos. Egal, was nächstes Jahr passiert, die Zinsen, wir können damit rechnen, dass die oben bleiben. Vielleicht noch ein bisschen steigen und vielleicht im zweiten oder dritten Quartal wieder ein bisschen sinken, je nachdem, wie sich die Inflation entwickelt. Was aber sicher ist, ist, dass diese ungebrochene Nachfrage am Immobilienmarkt durch billiges Geld nicht mehr da sein wird. Und was ganz sicher ist, ist, dass Bewegung in den Immobilienmarkt reinkommt, und diese Bewegung ist natürlich insgesamt eine gute Sache, denn es kommen mehr Immobilien auf den Markt, das merkt man bereits jetzt schon, und gleichzeitig gibt es aber immer noch Möglichkeiten, Immobilien zu kaufen. Man muss sich eben Gedanken machen, wie man den Immobilienkauf finanziert, ohne zu viel Fremdkapital einzusetzen, und man macht sich wieder mehr Gedanken um rechtliche interessante Lösungen. Zwei Ideen,
die ich da ins Spiel werfen will, sind Leibrentenverträge und Verträge mit vorbehaltenem Fruchtgenussrecht oder Wohnrecht, wo sich also der Verkäufer entweder eine Leibrente einräumen lässt oder ein Fruchtgenuss oder Wohnrecht und so der Kaufpreis niedrig bleibt, sodass ich mit wenig Fremdkapitaleinsatz die Immobilie kaufen kann. Und das wird ein extrem spannendes Thema. Was glaubst du? Wie wird sich der Markt 2023 entwickeln? Schreib mir eine Nachricht oder kommentiere dieses Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, dann abonniere meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dein Dan.